Die Redback-Pistolenarmbrust ist eine sehr günstige, aber leistungsstarke Einsteigerarmbrust. In dem Video geht es nicht darum, was sie kann, sondern wie du sie upgraden kannst, wie du sie verbessern kannst und wie du sie pflegst, damit du lange Spaß dran hast. Und wenn dir das interessiert, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Redback Pistolenarmbrust. Ich habe die schon einmal vorgestellt, das mache ich hier in dem Video nicht. Da habe ich auf eine Kokosnuss, auf eine Melone, auf ein Telefonbuch und auf andere Dinge geschossen, auf unterschiedliche Distanzen. Link zu dem Video gebe ich dir da. Das mag ich hier nicht tun. Zwei Dinge erfährst du hier in dem Video. Einerseits, wie du sie upgraden kannst, verbessern kannst, das ist Punkt A. Und Punkt B, wie du sie pflegen kannst, damit du lange Freude dran hast. Denn da haben mir sehr, sehr viele Kunden Feedback dazu gegeben und das mag ich jetzt mit dir teilen. Die Armbrust gibt es in grün oder in schwarz, übrigens, und das ist jetzt billige Werbung, natürlich auch bei mir im Shop zum Kampfpreis, schau dir das an, wirklich ein Kampfpreis. Wir schauen, dass wir da immer die günstigsten sind, also schau ganz einfach rein. Und da ist es so, dass viele Kunden haben es gekauft und es macht dir auch Spaß. Du spannst auf und bumm und spannst auf und bumm und das ist ja zielgenau, alles super wunderbar. Aber, schau mal her, das reibt hier die Sehne an dieser Schiene, ja, an der Führungsschiene. Und wenn du das 100 Mal machst, 200 Mal machst, dann wird die Sehne durch die Reibung kaputt. Und die Kunden sagen dann, Reini, die Sehne ist kaputt, ich brauche eine Ersatzsehne, die ich dir übrigens empfehle, dass du sie gleich mitbestellst. Aber du kannst etwas tun, damit das nicht so schnell passiert. Und zwar, es gibt zwei Möglichkeiten. Also fange ich einmal mit der Pflege an, sozusagen, bevor ich dann zum Upgraden komme. Und zwar, die eine Variante ist, dass du Silikonspray verwendest, den du hier aufbringst. Auf dieser Schiene, da, ja, so, jetzt stelle ich ihn wieder auf die Seite, dann nimmst du einen Schneidfetzen, also ein Taschentuch und wischst das Ganze weg oder was auch immer du an Tuch verwendest und dadurch gleitet das Ganze jetzt richtig schön hin und her, so, yeah, das finde ich einfach cool, es riecht ein bisschen nach Silikon, aber das soll so sein. Gut, das ist eine Variante, das ist eine Sache. Die andere Variante, die du verwenden könntest, das wäre das hier. Und das ist kein Labello, also damit schmierst du dir, könntest du, wenn du unbedingt magst, nicht unbedingt die Lippe ein, sondern du kannst auch das hier herschmieren, was ich nicht so gern mache. Ich mache damit dann etwas anderes, was ich dir auch zeige. Du kannst auch hier einschmieren damit und auch diesen Teil hier, aber ich mache das mit Silikon. Ich stehe da einfach drauf. Andere sehen das anders und es gibt auch einige Armbrustschützen, die mir geschrieben haben, das kannst du nicht tun, das ist irre. Bei mir funktioniert das top und ich schieße, glaube ich, auch nicht zu wenig. Aber, was ich mit dem hier mache, würde ich übrigens auch gleich eine kleine Packung, kostet nicht viel, dazu bestellen. Das ist, dass ich mir hier diese Führungsschiene hier, da, ja, das ist die Spanneinrichtung, damit man die Sehne spannen kann. Hier würde ich ein bisschen einfetteln. Du kannst dazu auch, ja, in dieser, ja, das gibt man hier, in diese Führungsschiene da rein, ja, denn da ist dann ein Zapfen, ja, so, jetzt gehen wir es wieder ein, schaut natürlich dann ein bisschen ungustig aus, aber durch das Aufspannen, ich mache das jetzt nicht komplett, weil dann müsste ich wieder abschießen, du siehst hier, da ist genau in dieser Führungsschiene geht das hin und her und damit es erstens nicht quietscht, damit es lockerer geht und damit du langfristiger Freude damit hast, gib da Waffenfett oder eben dieses Wachs hier rein und du wirst glücklich sein. Warum gebe ich oben kein Wachs? Weil dann kommt der Staub drauf und dann kommt der Dreck drauf und dann verklebt sich das und dann geht das hier in die Visier, also in die Abzugseinrichtung rein. Finde ich einfach grausig. Ganz einfach. So. Also, nachdem du sie aufgespannt hast, übrigens, wenn du sie bei mir kaufst, gibt es auch eine kostenlose Anleitung dazu, wie du die richtig einbaust und einschießt. Also das ist bei mir auch standardmäßig immer dabei, also schau dir das an. Aber würde ich diese Pflegeeinheiten hier machen. So, Nummer 2, upgraden. Es gibt von dieser Redback-Pistolenarmbrust bei anderen Anbietern sogenannte Deluxe-Kits, Upgrade-Kits. Und das ist im Endeffekt nichts anderes, als dass hier ein Leuchtpunktvisier statt dieser Kimme hier ein Leuchtpunktvisier mitgebracht wird. Und viele Interessenten schreiben mich an und sagen, Reini, ich möchte die Deluxe-Variante kaufen. Und ich sage, die habe ich nicht, ja, habe ich nicht. Warum nicht? Ich will die und ich kaufe dich bei dir und ist ein gutes Recht. Aber es hat einen Grund, warum ich die nicht habe. Weil es ein Schaß mit Quasteln ist. Und zwar nicht den Upgrade, sondern das Leuchtpunktvisier, das standardmäßig mitgeliefert wird. Das ist einfach ein Schaß, wie man in Österreich sagt. Das klappert, das wird kaputt, wenn du dann öfter schießt. Durch das Schießen entsteht Vibration und das wird kaputt, das ist nichts. Daher habe ich eine andere Lösung. Kauf dir doch die günstige Standardversion, zum Beispiel bei mir oder bei jemand anderem. Achtung, billige Eigenwerbung. Nimm dir hier
Ja, das kannst, ist ja eine Picatinny-Schiene hier. Das nimmst du und steckst da ein und sagst, vielleicht brauche ich es irgendwann mal. Und nimmst etwas Professionelleres. Ich weiß, dass dieses Teil hier, ja, das ist ein Leuchtpunktvisier, kriegst du natürlich auch bei mir, ein bisschen mehr kostet. Das Leuchtpunktvisier kostet im Endeffekt so viel wie die Redback-Pistolenarmbrust. Das ist mir schon klar. Aber mit dem hast du eine Freude. Und mit dem kannst du natürlich, du steigst ein in diese Materie, du steigst ein in diesen Bereich, aber du hast was Gescheites. Wie sagt man so schön, manchmal ist es gescheiter, ein bisschen mehr auszugeben. Oder ich sage jetzt mal, wohlhabende Menschen sagen, ich bin nicht reich genug, um billig zu kaufen. Und billig heißt nicht schlecht, aber es heißt auch nicht automatisch gut und manchmal ist billig Kacke. Und hier bei der Redback Pistolenarmbrust Deluxe Variante, das ist meine persönliche Meinung und die würde ich überall wiederholen und da stehe ich auch dazu, ist das Leuchtpunktvisier, das mitgeliefert wird, Kacke. Kauf dir ein besseres, zum Beispiel das hier bei mir im Shop natürlich, ja, ist eh ganz klar, ja, du bist ja bei mir am Kanal und da mache ich natürlich auch Werbung für mich, aber wenn du nicht bei mir kaufen willst, kauf dir irgendwo anders ein gescheites Leuchtpunktvisier, mach das hier fest. Übrigens, alle, die das bei mir kaufen, kriegen auch eine Anleitung, wie man das vernünftig einstellt. Und hast hier unterschiedliche Absehen zur Verfügung, hast Rot- und Grünpunkt in unterschiedlichen Leuchtstärken. Das ist einfach eine klasse Geschichte und mit dem triffst du dann nämlich wirklich was. Und hast langfristiger Freude, bimpt das ganz einfach so. Und das ist auch die Antwort darauf, warum manche, für die ganzen Leute, die mich anschreiben und sagen, hey, warum hast du die Lux-Variante nicht? Weil es so gescheiter ist. Also kauf dir ein eigenes Leuchtpunktvisier und bei der Deluxe-Variante, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, sind ein paar mehr von diesen Plastikpfeilen dabei, aber das sind alles Plastikpfeile und das ist ein Schatz. Schon wieder, ich weiß, ich mache Kraftausdrücke, ja, aber es ist so. Die Plastikpfeile, diese schwarzen Plastikpfeile, die dabei sind, wenn du die in ein Ziel reinschießt, die brechen, das ist nichts. Nimm dir Aluminiumpfeile, kriegst du natürlich auch bei mir im Shop oder irgendwo anders, ist vollkommen okay. Nimm dir die, mit denen hast du ganz einfach viel mehr Spaß, länger Freude damit. Also kann ich dir nur so auf diese Art und Weise empfehlen. Das heißt, wie machst du sie leistungsstärker? Mit einem gescheiten Leuchtpunktvisier. Spar da nicht, spar nie bei der Optik. Das zahlt sich aus beim Trefferbild. Schau, dass sie immer wieder gepflegt ist. Das mit dem Wachs, das ich hier in die Führungsschiene reingegeben habe, das magst du immer wieder mal, wenn es ins Quietschen anfängt. Und den Silikonspray, ich weiß nicht, ich kann da jetzt keinen hundertprozentigen Ratschlag geben, ja. Aber ich würde so nach 100 Mal schießen oder nach, wenn du dann merkst, dass das nicht mehr flockig ist, sondern schon trocken wird, sprühst du es wieder ein und die Sache ist erledigt und alles ist gut. Das war's. Alle Produkte findest du natürlich bei mir im Shop, ganz klar, ja. Wenn du das magst, aber kannst du natürlich auch woanders besorgen, das ist ganz klar. Wenn du Fragen hast, stell sie mir ganz einfach. Also wie gesagt, Ersatzzähne empfehle ich dir dazu, nimm gleich ein Backel Pfeile mit dazu, weil die dabei sind, das kann wirklich nichts. Und außerdem, das ist ja auch gleich wieder ausgeschossen, wenn du ein paar Mal daneben schießt zum Einschießen. Ein gescheites Leuchtpunktvisier, Wachs dazu. Und alles ist gut. Ich sage danke fürs Dabeisein. Mag dir um einen Daumen nach oben oder nach unten bitten. Bitte, ganz wie du magst, einen Kommentar, wie du das siehst. Das wäre sehr, sehr nett. Ein Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Glocke drücken nicht vergessen, damit du immer die neuesten Videos kriegst. Aber andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Rainer Rossmann. Und viel Spaß mit der Redback-Pistolenarmbrust. Ciao.